Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Ich mag CJs Reaktion. Herrlich. Ja, wir haben, glaube ich, verschissen. Und los geht's. Da kommt der Molly geflogen. Kenny, wir müssen kämpfen. Interessante Zeitlupenstudie. Geht's dann auch irgendwann wieder in Normalgeschwindigkeit weiter? Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Oh, da kommt ja noch einer. No witnesses or we're dead meat. Gut. Whoa. Got the extinguisher. I got Lass das mal einstecken. Ja, dann mach. Take those guys out and I'll put out the flames. Ja, dann warte. I'm gonna start up a meat track. So. Kein Ding. Es ist interessant, dass der eine sich überhaupt nicht für mich... Ah, jetzt interessiert er sich doch für mich. So, haben wir jetzt alle hier in der Nähe umgebracht. Alter, ist gut. Hörst du dann auf? Dieser Arsch, ey. Ja, danke. Darf ich dann... ich stecke fest. Ich kann nicht schießen. Jetzt. Das war ja sehr spannend gerade. Gut. Ihr habt ein Problem dabei. Ich habe einen ziemlich guten Skill für die Waffe. So, Kenny bleibt da drüben. Womit kommt ihr denn da an? Ach, mit Baseballschlägern. Meine Güte. Ich dachte schon, es ist was Schlimmes. So exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? Tja, who the fuck is Tommy, ne? Holy fuck, what is it about my luck? Okay, zwei sind's noch. Einer ist hier drüben irgendwo. Ah, sind doch noch ein paar mehr. We gotta do something. So, erstmal den, der uns direkt bedrohen kann. Okay. Sieht ganz gut aus bislang. Shit, this is insane. Okay, it's clear. Ich glaube, wir bringen gerade die komplette Mafia-Familie um. Bleib hier. Bau keinen Scheiß. Ich kümmere mich weiter um die Leute hier. Muni für mich. Genau deswegen wollte ich den langen Weg nehmen. So, schade, dass die Muni oben bleibt. Haha, durch die Wand durch, weil ich es kann. Keiner? Sitzt der oben, oder? Aha. Hier ist einer. Okay. Der hat mich vorher nicht gesehen, oder wie? So, meine Freunde. Aber bist du dann mal fertig mit Laden irgendwann? Super. Alle Zeugen sind tot. Geht zum Ausgang. Wunderschön. Haben wir es geschafft. Und jetzt
Schnell weg hier. Ist gut, dass Ken auch überhaupt keine Fragen stellt, was hier eigentlich los war. Wir gehen einfach. Fahre Rosenberg zurück zum Casino. Ich hoffe mal, wir werden nicht verfolgt, aber es hat ja niemand überlebt, der irgendwie hätte Verstärkung rufen können, ne? We gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Look where you going! Fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Ja, toll. Jetzt müssen wir uns auch noch um solche Geschichten kümmern. Warum genau machen wir das jetzt eigentlich gleich nochmal? Warum kümmern wir uns um Kens Wohlergehen? Ich meine, das Gute ist, diese Eskapaden führen dazu, dass wir die Mafia sehr schwächen hier, aber ich habe nicht ganz kapiert, warum CJ jetzt eigentlich sich für ihn verantwortlich fühlt. Sorry. Naja, liefern wir ihn erstmal wieder ab. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Come, yeah, come. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Du siehst schon aus wie Mr. Calm. Okay, $8,000 für uns. Und wofür steht denn das D? Ach, ich weiß, wofür das D steht. Das ist ein neuer Handlungsstrang, der sich dort eröffnen wird. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit den Vorbereitungen für den Bankraub weiter, bevor wir uns da drauf stürzen. So, gib mir mal dein Auto. Raus da, Mr. Elvis. Und wobei, wenn es gleich hier ist. Ja komm, wenn das eh gleich hier ist, dann können wir es auch direkt machen. Was soll's. Fangen wir doch direkt mal damit an, mit dem Handlungsstrang. Was soll's denn? Mad Dog Nummer 2. Ich glaube, wir hatten ja schon mal Angst. Come on, jump, man, jump, you got it. Hey, what's happening? Who's the idiot? Eh, some washed up rapper. It's Mad Dog, used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump, come on! He lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog, what you doing up there, fool? Come on, man. Do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end, so fuck. No, dog, get a grip, dude, get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed, some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold. Man, jump! Hey, you stay the fuck jump, away! Stay the fuck away! I'm the best rapper in the universe! I'll jump! I'll jump! Oh, hell no! I gotta catch this fool! Und wieder mal müssen wir was ausbügeln, was wir eingebrockt haben. Suche einen Weg, Mad Dog zu retten, bevor er springt. Nimm den Van, der um die Ecke steht, um Mad Dog zu retten. Ja, ja, unsere Taten haben Folgen. Das zeigt sich auch hier wieder. Wir sind schuld dran, dass er jetzt springen will. Aber auch in diesem Fall wird sich das für uns nicht zum Negativen auswirken, erstaunlicherweise. He's gonna be pavement peach. I warn y'all, I jump. Versuch's doch. Fang Mad Dog auf, wenn er springt. Komm schon! Stürz dich in den Tod, oder versuch's zumindest. Can I get your sneakers? Nur wenn er Goodbye, stirbt. Cruel world. Na komm schon. Wo darf's sein? Jetzt ist es soweit. Er springt. Und er stürzt in die Kisten. Da ist aber viel Blut geflossen gerade. Fahr Mad Dog vorsichtig in die Klinik. Jede Erschütterung mindert seine Überlebenschancen. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, Jew? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy.
and the name's Carl. Thanks, Carl. Lass stecken, also vor allem die Kotze. Oder das Blut, das aus dir rauskam. Ich weiß nicht, was es war. Die Kiste ist auch großartig. Wie sie hier vor sich hin knattert. Okay, dann bringen wir den Jungen mal ins Krankenhaus. Nach Möglichkeit, ohne ihn dabei umzubringen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Bin mir noch nicht sicher, was das angeht. Jetzt also lernen wir Mad Dog kennen, der, naja, ziemlich was einzustecken hatte, weil wir OG Lope geholfen haben. Ich habe da so eine Blutspur hinter mir. Weil wir OG Lope geholfen haben, den nervigen kleinen Möchtegern-Gangster-Rapper, hat Mad Dog einen gewissen Karriereknick hinnehmen müssen. Und, naja, jetzt sind wir sein neuer Manager. So kann's gehen, ne? Warum nicht? Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Schön, wie er da auf dem Boden liegt und noch mit uns redet. Mission erfüllt. Mad Dog ist jetzt mit im Business wieder, denn wir helfen ihm zurück ins Business. Und das wird witzig. Und Mad Dog zu helfen ist weitaus angenehmer als OG Log zu helfen, denn Mad Dog ist erstens sympathischer und zweitens kann er auch rappen. Zumindest ist er nicht so ein Volllappen wie OG Log das ist. Ja, und damit bleibt noch die Vorbereitung. Nein, ist ja gar keine Vorbereitung mehr. Das ist ja schon wieder Triadenmission, sehe ich gerade. Hatten wir nicht noch irgendeine Vorbereitungsmission für den Buch? Da wird wahrscheinlich überlagert von dem Triaden-Symbol. Jedenfalls geht es damit wieder zurück zum Four Dragons Casino für uns. Und wir müssen mal schauen, was dort nun auf uns wartet. Ja genau, wir haben beides noch offen. Wow. Mann, meine Motorradskills sind gut genug, dass ich drauf sitzen bleibe. Ist ja krass. Okay, wir speichern aber erstmal, denn das habe ich schon eine Weile nicht mehr getan. Wer ruft denn? I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. Catalina, der übliche Anruf. Jede Woche einer, so ungefähr. Wunderschön. Okay, dann lass uns mal schauen. Wo machen wir denn weiter am besten? Ich würde sagen, wir gehen zu Woozy. Ja, der Bruch. Ich muss sagen, ich habe nicht so eine übelste Lust drauf auf die Vorbereitungen von dem Bruch. Hier, ich weiß nicht, was hier kommt, aber da habe ich wahrscheinlich mehr Lust drauf. Von daher legen wir los mit der nächsten Aufgabe für Woozy. Fish in a barrel. Mr. Ron Fali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen? Or shall I say partners? Oh, I drank to that. Keine Mission diesmal. Das war der glorreiche Abschluss der Vorbereitungen für Woozy. Der hat sein Casino endlich zum Laufen gekriegt. Ach ne, da brauchen wir nicht speichern. Komm, das ist albern. Und damit ist Woozy soweit erstmal durch. Der ist zufrieden und wir können uns nun den Vorbereitungen für den Bruch wieder widmen. Habe ja gesagt, eigentlich habe ich nicht so eine Lust drauf. Aber es muss halt auch sein, wer einbrechen will in ein Casino, der muss es auch vorbereiten. Damn and Blast. Ist voll geworden hier. Seems impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh. Okay, you can stay. Great. Hey,
Where's the coffee and donuts? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. Wolves, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Natürlich. Ich sehe schon, Woozy hat voll die Ahnung. Begib dich zum Flughafen. Du brauchst ein Flugzeug, um mit dem Fallschirm über dem Dammkai abzuspringen. CJ will es mal wieder auf die ganz harte Tour machen. Er hat da seinen Plan schon gefasst und bevor wir genau erfahren, was da ansteht, Verzeihung, bist du gerade von deinem eigenen Motorrad überfahren worden, das tut mir aber leid. Bevor wir wirklich erfahren, was da genau ansteht, begeben wir uns doch einfach mal dahin und werden es dann sehen. Er hat ja schon gesagt, er will die Stromversorgung der Stadt lahmlegen. Das ist sehr ambitioniert, muss ich feststellen. Aber er weiß ja, wie er es machen muss. Ach, echt jetzt? Müsst ihr hier alles blockieren? Meine Fresse. So. Jetzt aber. Gut, der Weg müsste halbwegs passen, würde ich denken. Wo ist denn der Eingang? Da drüben. Ah, ich sehe ihn schon. So, einmal über den Highway. Ja, interessant. Kann man machen. Verzeihung, steig in das Flugzeug am Ende der Rollbahn. Gut, dass wir gelernt haben zu fliegen. Wir sollten Torino danken. So. Wird wieder Zeit, ein Flugzeug zu steuern. Wo ist denn hier der Eingang? Wahrscheinlich da, wo man auch reingehen kann. Nämlich hier drüben, oder? Ach ja, über die Heckklappe. Na dann. Fliegt die Maschine zum Absprungort über dem Damm. Los geht's. Oh Gott. Ein sehr elegantes Ding, muss ich schon sagen. Verdammt agil auch. Also wunderschön. Ein Traum. So, dann wollen wir uns mal zum Damm begeben. Wir sind, glaube ich, schon drüber gefahren über das Ding. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon dran vorbeigeflogen. Der steht halt mitten in der Wüste und naja, es ist halt ein Stromdamm mit Generatoren drin verbaut und offenbar scheint Las Venturas nur über diesen Damm die gesamte Stromversorgung zu regeln. Warum auch nicht, kann man machen. Muss man aber auch bedenken, dass es eben schief gehen könnte, wenn jemand das Ding zerlegt. Und Las Venturas, beziehungsweise in Wirklichkeit Las Vegas, ist ja eine Stadt, die sehr vom Strom abhängig ist, sage ich mal, ne? Denn wenn der Strom nicht mehr geht, dann ist nichts mehr mit irgendwelchen... Wo bin ich denn? Ich sehe gar nichts hier. Da ist nichts mehr mit irgendwelchen Wasseraufbereitungsanlagen. Dann läuft die ganze Infrastruktur nicht mehr. Und ich meine, das Ding liegt mitten in der Wüste, die Stadt. Da ist nichts. Ansonsten. Es wäre sehr schlecht, wenn dort kein Strom mehr ist. Du musst die Kiste nach oben bewegen, ne? Du sollst nicht immer weiter absacken. Ah, da ist es ja. Okay, na dann. Raus mit uns. Springen. Ja, weg ist das Flugzeug. Elegant. Gut, wir schauen schon mal in die richtige Richtung. Gut, dass es markiert ist. Das wäre sonst wahrscheinlich schlecht. Ich nehme an, es würde auch günstigere Wege geben, dorthin zu kommen. Aber wir wollen CJ natürlich nicht den Spaß nehmen dabei. Von daher lassen wir ihm die Freude, mit dem Fallschirm zu fliegen. Und hoffen mal, dass wir jetzt nicht zu spät geöffnet haben. Nein, das sollte passen. Das sollte eigentlich gut hinhauen, wie ich gerade geöffnet habe. Da muss ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Leine lassen oder ein bisschen nach unten sacken dann, damit das passt. Und dann geht's auf Geheimagenten-Missionen, sag ich mal. Denn die Generatoren schalten sich nicht von alleine aus hier drin. Und naja, es ist eben die einzige Stromquelle offenbar. Und dementsprechend ist das Ding auch bewacht. Okay, da sind wir. Naja, unten hätte man auch landen können mit einem Boot. Aber hey, CJ muss wieder den coolen Auftritt haben mit einem Fallschirmsprung hier.